Hi Leute, hier ist wieder eure Skaldorissa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Im letzten Part sind wir hier zu Monstro gekommen mit Riku und wir sind dann auch nochmal Riku begegnet. Ja, kein Witz, wir sind einem anderen Riku begegnet und jetzt sind wir hier und müssen eigentlich da hoch, aber können wir wahrscheinlich nicht hoch. Oder? Können wir hoch? Doch, aber wir landen automatisch in Magensäure. Oh nein, nicht die Magensäure. Nicht schon wieder die Magensäure. Nein. Oh, es ist doch nervig. Nicht diese nervige Magensäure. Wer sich erinnert in Chain of Memories und KH1. Nervig. Was ist das eigentlich? Ich greife es mal an. Was passiert? Oh. Der Raum hat sich komplett umgedreht. Wollte eigentlich keinen Sinistra-Hieb machen. Ich wollte eigentlich einen Realitätswandel machen. Und ja, ich habe nochmal das Kommandodeck ein bisschen umgestellt. Einfach um ein bisschen Abwechslung zu haben. Ich habe zum Beispiel jetzt Ballonra reingenommen. Und natürlich einen Wecker geworfen, wie immer. So. Und jetzt sind wir hier. Das Layout hat sich auf einmal sehr verändert. Gerade auch mit der ganzen Magensäure. Nein, nicht in die Magensäure fallen. So, nein, raus aus der Magensäure. So, was passiert, wenn ich hierher gehe? Ah, das scheint eine Zusatzkammer zu sein, oder? Ich attackiere das Ding mal, dadurch sollte sich das alles wieder umdrehen. Genau, und hier haben wir eine Kiste. Wenn wir jetzt hier rausgehen. Moment, da war auch eine Kiste. Moment, da war eine Kiste. Verdammt, ich muss das wieder umdrehen. Und das kann ich nicht. Ich muss deswegen wieder zurück in das andere Dings laufen. Verdammt. Weil sich die Kamera nicht vernünftig mitgedreht hat. Wo sind eigentlich meine Dream Eater? Oh, und ja, ich habe Zubat wieder mitgenommen. Will ein bisschen ausleveln. Kann ich das hier irgendwo wieder umdrehen? Da, ich sollte mich lieber heilen. Bah, Magensäure. Und hier können wir es wieder umdrehen. Super. So. Sehr gut.
hier. So, erstmal hier die Kiste und... Was ist denn das? Eine Uhr? Warum ist da eine Uhr? Ah, verdammt, Rico. Fall nicht immer in die Magensäure. Jetzt ist es wieder so gedreht, genau. Das ist ja das, was ich vorhatte. So, genau, an die große Kiste wollte ich nämlich noch, bevor ich irgendwas umdrehe, brauche ich die. Ah! Okay, machen wir es auf die altmodische Art und Weise. So, so. Was mir jetzt gerade auffällt, braucht Rico nicht auch noch Sportsfreund? Wieso habe ich da vorher nicht dran gedacht? So, und jetzt hier die Kiste. Was ist da drin? Oh, Kollisionsmagnet. Cool. Haben wir zwar schon, aber cool. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Ein großes Areal, in dem nichts zu sein scheint. Wie heißt es denn? Kammer. Okay. So. Ah, verflixt Realitätswandel. Heilen. Sehr gut. Was ist eigentlich? Oh, hier könnten wir uns wieder Link-Portalgeister ausleihen. Machen wir auch. Ich denke auch, hier werden bestimmt noch mindestens eine Gruppe an Gegnern sein. Und was? Ikarus und Wellenreiter nur? Das ist ärgerlich. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich meine neue Attacke zeigen kann. Wobei ich zugeben muss, Ikarus ist aber auch verdammt stark. So, ich tausche mal aus. Und das ist auch nur Wellenreiter? Menno. Ich meine, so cool es auch ist, Rico auf dem Surfboard zu sehen. Ja, ich würde auch gerne mal was anderes zeigen. Was wohl passiert, wenn ich den Panda mit ins Team hole? Gut, drehen wir das Ding mal um. Und dadurch erheben sich alle möglichen Plattformen. Jetzt ist die Kammer nicht mehr so leer. So, wo ist ein guter Platz, um hochzukommen? Hier. Sehr schön. Ich glaube, ich tausche mal Zubat aus. So. Wo sind ein paar Gegner?
So, irgendwo hier hatte ich eine Kiste. Ah, da hinten. Genau. Holen wir uns die mal. Bin ja immer noch erstaunt, dass wir schon beim ersten Versuch 77% der Truhen mit Zora geschafft haben. Ach, da hinten war ja auch noch eine. Die hätte ich bloß nicht gesehen wegen dem Bommel. Wie auch immer man die nennen kann. Verdammt. Ärgerlich. So. Ach, ein Konfetti-Bonbon. Cool. Und. Ah! Manu, ich wollte das Ding attackieren. Wobei, bevor ich das tue, will ich doch mal lieber nach oben. Wie stelle ich das an mit dem freien Fluss? So macht man das. Gut. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Ein langer Gang. Und Gegner. Sehr gut. Und wow. Angriff, Magie und Abwehr für Rico. Nicht schlecht. So. Ich glaube, ich ändere nochmal meine Gruppe. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich wirklich das meiste umstelle. Was? Moment, hatte der ja gerade 0 von 4? Dann muss ich dich ja mal poken. Ja, dänst du nur rum. Alles klar. Okay, wir hätten hier einen Glanzhammer. Nicht schlecht. So, hier hinten waren noch Taler, genau. Was ist denn hier? Ah, hier ist eine Kiste. So viel Aufwand nur für eine Kiste? Für ein Wasserfass? Okay. Hier muss doch noch was Größeres sein. Oh, ein Speicherpunkt und noch eine Kiste. Und ein Weg weiter. Ich weiß nicht, irgendwie sollte ich vielleicht da noch nicht hin. Aber ich scheine mich dafür, dass ich jetzt hier mich normalerweise immer im Monstro verlaufe, doch recht gut zurechtzufinden momentan. Das überrascht mich. So, jetzt wird sich das umdrehen, genau. Die Frage ist bloß, wo landen wir jetzt? Oh, hier ist eine Kiste. Cool. Sehr gut. Dann jetzt nochmal hier. Ein Königskuchen. Yay.
Hä? Toll, hier können wir auch nur wieder zurückdrehen. Das heißt, so rum war eigentlich dann wahrscheinlich richtig. Kann man dann schon fast sagen. Heißt, wir müssen hier den ganzen Weg wieder runter. Eigentlich wollte ich andersrum, genau. Und eigentlich wollte ich auch in die andere Kammer, aber egal. Mit dem freien Fluss sind wir doch recht schnell vorangekommen. Okay, hier ist jetzt ein Speicherpunkt und da ist ein Areal, wo wir noch nicht waren, oder? Ja. Oh, welches war denn das nochmal? Gute Frage. Ich würde aber sagen, weil hier ein Speicherpunkt ist, ist es eigentlich ein ganz guter Punkt zum Schneiden. Deswegen würde ich hier den Part ganz gerne beenden und im nächsten Part gehen wir hier in dieses neue Areal. Bis dann, Leute. Bye, bye.